Yeah. Ich komme in die Booth wie ein Mikrofonständer. Haha, Ständer. Ich bin wie ein Gangster-Rapper, denn ich war noch niemals ein Gangster. Deine Mutter ist wie WLAN von McDonald's, Homie. Jeder darf rein. Ich bin Ü30, ist ne Party, scheiße, geh ich halt heim. Hier ist der USAU und hier ist der Fett Toni. Ja, servus miteinander. Nie wieder Aachen. Wir spielen heute ein Gig in Aachen. Ist das nicht bei Belgien, glaube ich? Da ums Eck. Sacho? Ja? Ich habe noch Gästeliste für heute Abend. Ja, sag mal. Anneliese? Anneliese, ja. Dicke Fotz. In der 8. Klasse oder so war ich jeden Tag dauernd. Boah, hier gibt's holländischen Käse. Ich raste aus. Ein halbes Jahr später bin ich von der Schule geflogen. Mehr möchte ich nicht dazu sagen. Hier mit meiner Jacke, die ja geklaut wurde, angekotzt und zurückgeschickt. Ja, das ist das Übliche. Danke nochmal an den ehrlichen Dieb oder die ehrliche Diebin für die Ganoven-Ehre und die Ehrlichkeit, es zurückzuschicken. Aber wieso draufkotzen? Übertreib mal nicht deine Rolle! Der nette Mann von der Reinigung hat gesagt, er kann da nichts machen. Er hat lange überlegt und hat gesagt, du musst mit der Jacke duschen gehen. Und damit Shampoo arbeiten. Das ist ein Zitat von dem Reinigungsmann. Der wirkte sehr seriös. Ob ich nochmal pullern gehe? Ja, mach schnell. Irgendwann hole ich mir so einen Eimer. Vorgestern gab es eine Tasse, wo im Dings drauf stand. Tassilo? Tassilo, ja. Hallo Hannover! Ich bin der Philipp von Freiwild, das ist ein Nazi! Hast du auch viel Spaß? Oh, guck mal hier. Martin Stewart, der ist auch schon da. Okay, ich bin schon gerade. Wer bin ich? Professionelles Abkorn. Okay, dann. His palms are sweaty. Knees. Eminem. Ich hab dich sehr gern, mein Lieber. Bis bald. Dein Dennis aus Europa. Ich chill im Jacuzzi. Mit wem? Mit Jifuzi. Normal, Digga. Ich hab die Nase oben wie ein Adliger. Egal ob Rostiger oder Arschfiger, in Hamburg finden alle meine Portsiger. Und? Was sagst du? Du siehst ja aus wie ein Ei. Wer hat das zu dir gesagt? Ein kleines Miststück. Erfurt. Ah, Bukake für Jasmin die Fotze. Das verstehe ich wiederum. Ich hab Bock auf ein bisschen Kekse. Das heißt, für Jasmin ist ein Mädchen aus dem Osten die Fotze. Oh ja, für unten rum. Hier haben sie natürlich hinter dem kleinen L und dem O noch ein kleines L vergessen. Weil du hast Eis genascht, ne? Und dann rülpst die Kreatur und dann riechen sie mal so einen kurzen Moment den schlechten Atem. Man sieht ihn gar nicht viel. Oh, shit. Eieieiei. Eieiei. Fühlen Sie. Und so, jetzt Tonis Ansagen war noch mal besser. Ich hab hier das Insta-Game auf meinem Handy drauf. Frag deine Mutter, ich seh Candy aus. Oh, shit. Kalif, so gut. Es kommen 300 Leute oder so heute. Ich meine, hey, immerhin. 300? Ja. 300? Ja. 300? Naja, auch Kleinvieh macht Mist. 300 ist voll viel. Nein, Mann, ein bisschen Understatement vielleicht, du Idiot. Es kommen 300 Leute und jetzt musst du sagen, oh, ist doch ganz okay. Lass doch nicht zeigen, dass es voll geil ist. Oh, fuck, 300, ja! Manchmal denke ich so, es wäre viel geiler, wenn wir statt so Hip-Hop-Nerds zu sein, so Bahn-Nerds wären. Weil, was ich glaube, ich wäre dann auch glücklicher. Ja gut, das ist aber so, wie wenn man sagen würde, ich habe einen größeren Penis als dieser eine Typ da mit dem Mikropenis. Der Mikropenis, Mann? Ja. Wie war denn das nochmal? Kleinster Penis der Erde. Kann ich mal was? Ich weiß nicht. Ich schwöre, ich weiß nicht. Und es bringt sehr viel Spaß auf der Fettsäule-Tour. Der gute Bitburger Siegelhopfen. Und ab damit ins Internet. Im Modus. Ibims in Modus. Wir sind im Modus. Wir sind im Modus.
Models, 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 Models. Ich hab